Hallo Leute und hiermit ein herzliches Willkommen. Mein Name ist der Sebi von Zock ItLP und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu meinem neuen Horrorspiel, das ich hier let's playe, namens Hollow. Und zwar Hollow ist jetzt ein Free-to-Play-Spiel, das ist die Demo, die es auf Steam erhältlich ist. Und ich habe die Zustimmung bekommen von den Entwicklern Forever Entertainment, dass ich das Spiel Let's Playen darf. Also ich bin wirklich einer der ersten deutschen YouTuber, die dieses Spiel Let's Playen darf. Und es ist mir eigentlich sehr, sehr große Ehre. Und ich bedanke mich hiermit vielen Dank an Forever Entertainment, dass ich das Spiel Let's Playen darf. Und ich bin schon wirklich sowas von aufgeregt, weil es ein gigantisches Horrorspiel sein soll, wo man wirklich, wo es dann wirklich ultra richtig krass zugehen soll. Und ich bin einfach gespannt. Ich darf die Demo hier antesten. Ihr könnt gerne natürlich auch die Demo spielen. Dies gibt es einfach kostenlos auf Steam. Und ich möchte nicht mehr so viel reden, sondern fange jetzt einfach gleich an. Okay, let's go. I didn't care about this ship, facility, whatever. Still there. It wasn't about it. I just wanted to find myself again. Needed to. Had to. Something deep in my brain, deep in my flesh, boiled inside to remember. The sad truth was that I couldn't. Still can't remember who I am. Is all this happening again? Have I been here before starting this story? No, possible. That one thing I can remember, how I felt. Side, like a shell, hollowed shell. Just listen, maybe you'll understand, and I'm sure you won't. Ja, das war der Anfang von dem Ganzen. It hurts. Okay. Let's find somebody and see what's going on. Okay, jetzt müssen wir mal. Wir müssen jetzt halt Hilfe finden und wir sind jetzt hier aus dieser Rettungskapsel, was auch immer das ist. Ich tippe mal, dass es wirklich eine Rettungskapsel ist. Sind wir hier nun rausgekommen und wir werden uns mal umschauen. Corridors, Service. Service Corridors, okay. Ja, Service Corridors, mehr kommt da nichts. Da könnten wir mal. Mal gucken, no power. Also da geht gar nichts, wir können keine Tür öffnen. Wir können uns mal hier umschauen, da sind mehrere Rettungskapseln. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind auf einem großen Schiff angelangt, wo einige Menschen am Überleben sind. Ich kann mal ganz kurz gucken, ich muss mal ganz kurz gucken in den Einstellungen. Aber ihr seht schon selber, ich habe alles auf High, also ja, alles auf Ultra, sagen wir mal so, eingestellt. Und die Gamma haben wir jetzt ein bisschen wegen hochgemacht. So, Apply und Save. Das müsste so passen.
Okay. Ich habe jetzt irgendwas. X. Also wir hören jetzt. What? Hier irgendwas? Possible. Broken power? No crew? That is just a system issue. Somebody should reboot it. Okay, also ihm ist gerade aufgefallen, dass hier auf diesem Schiff keine Crew vorhanden ist und schon alles kaputt ist. Also das Schiff beschädigt ist. Installation ist okay. Stabilization ist okay. Und dann können wir mal aufheben und lesen. Report! An der Stelle kann ich mir kurz sagen, mein Englisch ist nicht das Beste, aber ich versuche es mal trotzdem zu lesen. Natürlich soll das Spiel dann, wenn es in der Vollversion gibt, also wenn es dann draußen ist, gibt es dann auf Deutsch und auf Untertitel auch. Aber jetzt auf der Demo ist leider alles auf Englisch. Report 6, Number 09. Fuck, this crazy bitch betrayed us. She helped this motherfucker to escape and hide again. He is the only target that left. Everyone that rejected our face was hanged, ripped, eaten or burned. Everyone except of this blasphemer. Blasphemer? Yeah, okay. He's just a pilot. Bring him to me alive. Now. I want to slice him with my very own hands. Everyone who will help him will be served as a dinner, same way as Sir, the bitch was. Okay, es ging hier um einen Piloten. Und den wollte er lebend haben. Wenn ich das also richtig verstanden habe, was ist das? Das sind hier mehr so nach Boxen aus. Wow, was ist jetzt passiert? F für die Taschenlampe, das nehmen wir mal. Beziehungsweise für unsere Helmtaschenlampe haben wir hier. Ja, man sieht, hier ist alles verbunkert worden. Aber wir können mal hier probieren. No power. Auch hier kommen wir nicht durch. Also auf dem Schiff ist wirklich alles schon. Capsule Dock. Ring A. Command Center. Also hier ist die Kommandozentrale hier rein, aber da kommen wir leider nicht hin. Und hier ist dann Capsule Dock Ring C. Ah, okay. Also der Flügelbereich C ist hier. Okay. Wow. Licht geht wieder an. Das ist sehr gut. No power. Gut, hier kommen wir auch nicht weiter. Können wir ahnen, wir können mit Shifting schneller gehen. Und hier geht es auch nicht mehr weiter. Oder? Nein, hier geht gar nichts mehr. Alles klar, da haben wir uns hier überall schon umgeschaut. Dann können wir jetzt hier runter gehen. Ich glaube, ich weiß auch, warum das so komisch ist, diese Aufzeichnung. Das ist, vielleicht nehmen wir das, glaube ich, alles mit der Helmkamera auf. Weil das flackert auch irgendwie so komisch. Hello? Is there anyone? Please. I need help. Damn it. Okay, da ist auch gar keiner und hier ist eine verschlossene Tür, wo wir auch nicht durch können. Und man merkt, hier ist irgendetwas passiert. Und unser Auftrag ist das jetzt zu untersuchen, was passiert ist. Was kann man das? Kann man was öffnen? Nein, da kann man nichts öffnen. Okay. Ist das hier eine? Ist hier die Leitstelle? Also diese Leitzentrale, weil hier alle so viele Computer rumstehen und Monitore.
Okay, ich spanne mal wegen. Okay, was passiert jetzt halt? Okay, CDL. Um zu knien. Und dann wieder aufzustehen. Das haben wir geschafft. Okay, hier ist auch eine Tür, wo es auch nicht mehr weitergeht. Wow. Na gut, das ist bis jetzt. Es ist noch ganz friedlich, aber ich möchte es noch nicht verschreien. Ich möchte es wirklich noch nicht so verschreien. Weil ich weiß ganz genau, das ist jetzt sozusagen vielleicht noch das Tutorial, das Anfangstutorial, was wir jetzt hier spielen. Und binnen ein paar Sekunden, nicht mehr lange, dann sieht es ganz anders da aus. Ist das ein Bett? Sieht aus wie ein Bett. Was machen die Betten hier unten? Ja. Okay. Da ist ein Rekorder. Können wir aber nicht anmachen oder sonst was. Und Hilfe holen können wir übers Telefon auch nicht. Na gut, dann bleibt uns auch wieder keine andere Wahl, als wieder hier hochzugehen. Diese Laterne, also die Lampe da, runtergefallen ist. Mal schauen, was uns erwartet. Okay, hallo. Oh. Sehr romantisch. Kerzen sind schon hier. Irgendwas poltert da gerade. Okay, hier geht es nicht weiter. Was haben die Kerzen jetzt auf sich? Es bleibt uns keine andere Wahl. Oder? Ja, es bleibt uns keine andere Wahl. Okay. Hört sich an, dass jemand über uns jemand ist. Können wir auch hier öffnen? Ja, können wir. Da können wir auch weitergehen. Aber ich gucke mich jetzt erstmal hier noch ein wenig um. Vielleicht finden wir hier irgendwo eine Waffe. Hier sieht wieder aus, dass wir hier wieder nicht weitergehen können. Nee, no power. Da geht's wohl nicht weiter. Und hier dasselbe. Also geht's nirgends mehr weiter. Hier ein grüner Knopf. Da geht aber auch nichts mehr. Okay. Dann müssen wir hier weitergehen. Und den Kerzen sozusagen folgen. Ah, eine Karte haben wir auch. Ah, sieh eine an. Der Pfeil sind wir. Wir sind gerade... Ah, wir sind im Kommanderhauptquartier. Alles klar. Das sind wir gerade. Und da geht's weiter. Und da drüben geht's auch weiter. Und da drüben ist auch eine Tür offen. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal geradeaus, weil es wird, ist dann eh eine Sackgasse, wenn wir geradeaus weitergehen. Dann gehen wir einfach mal hier weiter. Da können wir was machen. Messages. From Mike 001. Hello, glad you are finally seeing this message. Did you find my note? You have a lot of work to do if you want to get out of here and see Earth again. I will be in touch, offering hints, tips and occasional retications. But for now, we are on schedule. Get over to the command center. Ah, wir sollen jetzt halt in die Kommandozentrale gehen. Scans, Wiki gibt's auch nicht, kein Wikipedia, schade. Alles klar. Hier können wir es öffnen, da ist aber nichts drin. Alles klar, dann können wir hier auch. Kann man da weit? Ah, das ist hier die. Wie ist der Eingang? Note.
It's like somebody didn't want it to be missed. Okay. Gucken wir einfach mal die Notiz an. Let's play Holo. Ja, das mache ich auch. Dankeschön. Erstens, Sync Power. Last Generator and meet me in Command Center. Okay, wir müssen jetzt irgendjemanden treffen. Kommandozentrale. Erst einmal müssen wir hier den Power Generator finden und wir können hier schon mal die erste Waffe aufheben. Und das ist schon wieder kein gutes Zeichen. Wenn wir schon die erste Waffe hier aufheben, dann dauert es echt nicht mehr lang, bis wir hier. Generator is desynced. Should be able to fix it. Bis wir hier die Essen kommen. Was muss man? Info Synchronous Generator. WS to toggle disk. Wow. A und D, um das zu. Okay, warte mal kurz. Ah, warte mal. Was willst du denn machen? Shatter the disk. Das zeigt aber immer noch 0% dann, ne? Ah, 16%? 0. 16. Okay, 16% haben wir schon mal. 33. 16. Das wird mich verarschen. Okay. Ah, die geht auch nicht mehr. Aha. Ah, okay. Wir müssen den kleineren Kreis jetzt nehmen. Jetzt habe ich es verstanden. Wir müssen es einfach so lange drehen, bis wir wieder den nächsten prozentualen Anteil haben. Sollten. Ah, hier war er. Eine zweite Runde und jetzt müssen wir wieder drehen. Jetzt verstehe ich es auch. Okay, 50% haben wir schon mal. Die Hälfte haben wir schon bestanden. Ich drücke jetzt einfach mal durch. Ich habe keine Ahnung. Ah, hier. Dann 66 haben wir. Ah. 83. Yes. Wow. Power's back. Alles klar. Hope it will be stable for a while. Ja, ich hoffe auch, dass es für eine Weile hier halten soll. Gut, wir haben jetzt halt hier geschafft, wieder mehr Licht hier in diese Bude reinzubringen. Und jetzt sollen wir ihn in die Kommandozentrale treffen, denjenigen, der uns diese Notiz gegeben hat und der gesagt hat, wie so ein Let's Play, und das werden wir natürlich auch machen. Hier auf meinem YouTube-Kanal. So. Es bleibt jetzt keine andere Wahl, als hier runter zu gehen. Mal gucken, was uns erwartet. Komm mal. Ja, wir können das Licht ausschalten. Ah, sieh, da geht's auch nicht mehr. Ist da noch was? Auch Sackgasse. Alles klar. Ja, ist nur wieder mit Computer. Ne? Ist hier mal. Wo sind wir hier? Capsule Dock Ring E ist links, Commando Center ist rechts, nach oben. Aber bevor wir hier wegen hochgehen, möchte ich mal noch mich wegen hier umschauen. Kann man. Wir können tatsächlich die Schränke öffnen. Wie cool ist das? Und wir finden hier was. Was ist das? Eine Spritze. Haben wir ein Inventar auch? I geht gar nichts, okay. Was ist das? Hä? Irgendwas auf R mache ich was. Okay. Keine Ahnung was. Also I geht gar nicht. Also wir haben keinen Inventarschein. Oder vielleicht mit V. Oh, mit C treten wir. Sehr interessant.
Langsam dunkel. Okay, da geht auch nichts mehr weiter. Dann bleibt uns anscheinend wirklich keine andere Wahl, als hier hochzugehen. Mich würde halt echt nur interessieren, was ich hier aufgehoben habe. Ich möchte echt nur gerne wissen, wie man das Inventar öffnen kann bei dem Spiel. Das wäre mir halt wirklich sehr hilfreich, aber vielleicht kriegen wir es ja dann später nochmal gesagt. Jetzt gehen wir erst einmal hoch in die Kommandozentrale. Okay. Alles klar. Dann schauen wir mal hier hoch, was uns erwartet. Und man hört schon wieder was. Kommandozentrale geht nach rechts. Und hier kommen wir nicht runter. Und hier kommen wir was öffnen. Was ist das? Sieht aus wie Magazine für irgendein Gewehr. Da können wir auch was öffnen, aber das ist leer. Da geht auch nichts. Gut, da geht auch wieder nichts. Gut, dann bleibt uns hier kein... Können wir nur hier hoch, hier ist versperrt, dann müssen wir den Weg hier hochgehen. Alles klar, mal gucken, was uns erwartet jetzt hat. Auch wieder nichts. Toll. Ich bin wirklich die ganze Zeit so angespannt, weil ich auf irgendeinen Jumpscare warte. Na gut. Hallo? Fuck. No one. Is this ship abandoned or what? Okay. We should search this place. There must be something. Ja, da müsste jemand sein, ja. Laut der Notiz müsste tatsächlich jemand hier unten sein, der auf uns wartet. Aber so wie es aussieht, einmal ist dann in Notiz. Turn me on. Okay. I need power to run. Wir müssen wieder hier irgendwie Power kriegen. Was sind da? Pfeile? Das sind Pfeile? Ah, die ist eine Notiz. Ich werde erstmal sagen, gucken wir uns mal die Notiz an. Hallo. Regeln. First time majors. Seconds avoid illusions. Drittens don't kill people. Viertens obey my words. PS turn on marked. Was? Terminal. Okay, also wir sollen keine Leute töten. Seine Worte hören. Oh Gott, das ist schon wieder so eine Sache hier. Was ist das? Das ist eine. Wow! Oh Gott. Mit Rechtsklick. Habe ich jetzt irgendwas gemacht? Ich habe keine Ahnung, was es war. Was ist das? Okay, mit links und Rechtsklick schießt man sowas. Don't think simple, we can. Was? Ach, C to kick. Ja, so geht's auch. Es macht mir echt Angst, warum wir jetzt hier eine Waffe bekommen haben. Aber gut, wir sollen jetzt hier auf diesen Bildschirm mal gucken. Messages von Mike, die zweite. Oh dear, I fear I missed you. Hopefully you didn't expect survivors in the command center. It's just you and I, mate. You need to stay focused. There are three more generators we have to get powered up. One in each area. Have you taken a look at the holo map? I hacked it a bit so you can check the status of each generator. Don't say I never did anything for you. And remember, we need to make sure that all of them are running. I will be in touch. Don't miss me too much. P.S. Shortest path to living area leads stroke service corridors. You should find SC entrance near your lovely capsule. Nee, dann nehmen wir kurz so. Das sind. Genau, das sind diese Dinger.
Okay, also das haben wir schon alles gelesen. Okay, wir müssen... Was ist das? Warning. Ableton sonst. Ist das... You are here. Ah, okay. Das ist sozusagen die Raumstation. Und wir sind hier. Interessant. Sehr, sehr interessant. Echo Glass. RU. Scheine von den Russen gemacht worden, irgendwie. Okay, pass auf. Wir gucken uns jetzt mal nur mal ein wenig hier kurz um. Vielleicht finden wir ja irgendwie was. Ja, die Kommandozentrale ist wie ausge... Was ist denn passiert? Was ist das für ein Viech? Ja, alles klar. Okay. Wo ist sie? Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Da hinten. Renn raus. Renn, 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 renn. Ach du Scheiße. Ja. Okay, hauen wir ab. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Was ist das? Da ist wieder eine. Zwei Stück sogar. Können wir die auf dich schießen? Ja! Oh. Die lebt ja nochmal. Die lebt ja. Die lebt ja. Hilfe. Okay. Wir beeilen uns mal hier weg. Ich gehe mal hier schnell, schnell, schnell weg. Was ist das? Jetzt habe ich jetzt vergessen, wo wir hin müssen. Okay, pass auf, wir gehen einfach mal hier zurück. Ich hab... Kann man nachladen? Ja, wir können nachladen. Oh Gott, die nächste kommt. Oh, ist das eklig! Ah, geh weg da! Ich hab keine Muni mehr. Ich hab keine Muni! Ich hab keine Muni! Hallo! Oh. Oh, lecker, lecker, lecker. Boah, ist das lecker. Oh Gott. Weg da. Komm, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Wie kann ich meine Waffe wechseln? 1, 2, 3 geht gar nicht. Oh, was ist das für ein... Wie kann ich meine Waffe wechseln? Hallo, ETC, U, I. F nicht an. E, M. Ne, ist Karte. M ist die Karte. Eklig, Alter. Bleib unten. Bleib unten. Bleib unten. Bleib unten. Bitte bleib unten. E, Ö. Was ist denn jetzt was? You died. Ich hab... Ö? Was? Ö? Habe ich jetzt eine neue Waffe gehabt? Mit Ö?
Ah, gut, ich bin gestorben. Alles klar. Das kann doch nicht sein, das war noch nicht die Demo zu Ende, es muss doch nicht noch weitergehen. Okay, Leute, pass auf, hier mache ich schon meinen ersten Cut. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Und jetzt versuche ich mal, irgendwie durchzukommen. Es kann doch nicht sein, dass es jetzt hier schon zu Ende war. Und wann, was war das? Was zum Teufel sind diese Gestalten? Es waren ja hauptsächlich alle weibliche Gestalten, oder? Wenn man es immer so richtig hingesehen hat, ne? Ja, hat man ja schon einiges gesehen. Aber es war, was war das? Wo ist das? Pass auf, ich versuche das jetzt gleich nochmal. Und in der nächsten Folge aber. Also, mein Name ist Sebi von Zeugel.lp. Bis bald.